Bei den Serien Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärts laufenden Timer, müsst das Ganze also auf einer Seite eurer Wahl oder mit eurer DVD, Blu-ray, whatever, connecten, synchronisieren und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns heute eine weitere Folge von Naruto. Ich bin sehr gespannt. Die Folge heißt Rock Lee gegen Sasuke, ja? Übrigens soll ich Sasuke ab jetzt Sasuke sagen, Freunde, nennen, Sasuke nennen einfach, weil es euch alle abfuckt. Ich kannte ihn, bevor ich Naruto geguckt habe, auch unter Sasuke, weil alle meine Freunde zu ihm Sasuke gesagt haben. Soll ich jetzt einfach auch Sasuke sagen, weil ich weiß, dass es viele triggert. Mich triggert es nicht so doll, aber ich kann es verstehen, wenn es euch triggert. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ich lieber Sasuke sagen soll, ja. Aber ich bin gespannt, Freunde. Ja, wir haben neue Charakter. Ich mag fast alle neuen Charakter. Ich bin ein bisschen suspicious bei dem einen oder anderen, weil ich denen nicht ganz vertraue. Aber ich habe aus den Kommentaren rausgelesen, dass ihr auf jeden Fall jetzt auch gehypt seid, wo die neuen Leute mit am Start sind, ja. Es wird nachher noch Haus des Geldes geben, Freunde. Keine Sorge, kommt noch online. Und für alle, die sich für K-Pop interessieren. Ihr seht, ich habe im Hintergrund sehr viel K-Pop, Freunde. Ich habe einen K-Pop-Channel. Einige wissen es nicht, aus irgendeinem Grund. Aber ich habe einen K-Pop-Channel, Freunde. Ich werde den euch auch mal im Kommentar anpinnen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, schickt ihn gerne ab, Freunde. Kommt jeden Tag auch 4 Videos. Also gönnt da gerne mal rein. Gut, Freunde, jetzt schauen wir aber rein bei Naruto Staffel 1, Folge 22, Rock Lee gegen Sasuke Uchiha. Und die Folge geht 23 Minuten und 25 Sekunden, Freunde, macht euch ready, wir drücken auf Play, so wie immer, ja. In 3, 2, 1, komm. Ha. Wer war denn nochmal, wer war Rock Lee? Den Namen kenne ich noch nicht. Ich glaube, die Namen wurden nicht gedroppt alle in der letzten Folge. Weil der Name sagt mir so noch nichts. Wir werden sehen. Aber hört sich ja nach einem Fight an. Hört sich ja nach einem Fight an. Oder ist das der eine Typ, der... Der eine Typ wollte Sasuke ja herausfordern. Er wollte ihn ja herausfordern. In der letzten Folge. Oder hat sich ja ein Fight auf jeden Fall schon angebahnt. Müsste denn ja der sein. Würde Sinn machen. Five Head Flow. Aber gut. Und man muss sagen, Sakura, letzten ein, zwei Folgen, gar nicht so schlecht. Gar nicht so scheiße wie sonst, ja. Also, auch mal Kompliment an dieser Stelle an Sakura. Man muss Komplimente geben, wo man sie bei Sakura geben kann. Es gibt nicht viele, aber für die letzten zwei Folgen kriegt sie den hier. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Ich hoffe echt, wir haben jetzt Fight Action, Alter. Bitte. Bitte Fight Action. Darauf warte ich mein Leben lang schon gefühlt. TV Tokyo. Ninja Academy. Oh, wir haben Rückblick. Der hat die Stimme von Raphael aus TMNT übrigens. Empfehlenswerte Serie. Die neue. Die habe ich noch nicht durchblickt, nicht ansatzweise. Das check ich noch nicht. Der Kokosnusskopf, Alter. Der ist mir nicht geheuer. Der ist mir gar nicht geheuer, der Kokosnusskopf, Alter. Und gut aussehend. Oh, Lee, das ist er. Er ist das, echt, er ist das. Das ist Rock, Rock Lee. Rock Lee. Oh, er gegen Sasuke, Alter? Oh, shit. Alright. Der ist komisch, oder? Seid ehrlich, sogar seine Freunde finden ihn komisch. Irgendwas ist da nicht ganz koscher, Moscha. Oh nein, das ist so ein Big Player, glaube ich. Der fühlt sich geil, aber ich glaube, der ist auch geil. Das ist das Problem. Oh, geil, zum Duell, Alter. Oh, voll die Yu-Gi-Oh! Flashbacks, Jungs. Oh. Ja.
Nice. Rock Lee. Oha, echt? Oha! Bruce Lee einfach. Oh shit. Oh, nice. Oh nein. Oha. Einfach weggefrontet. Oha. Den catche ich mir, Jungs. Oha, Sakura, hallo. Oha. Ist so. Richtig, voll der Creeper etwa mit seinen Augenbrauen. Hey. Der wird so weggefrontet. Oha. Ich wette, er kann so einen Power-Move machen mit seinen Augenbrauen. Oh ja, die Musik! Die Musik, Bro! Ah. Ja, Mann. Schnappe dir. Och, er ist immer so laut. Wie heißt das? Er spuckt immer laute Töne. Fingerschnips und er ist weggefühlt. Oh, Poster, Jungs. Da will ich ein Poster von haben. Das war klar, Mann. Breakdance ist technisch 1 plus. Aber der Typ ist smart. Naja. Er ist smart. Ja, der erinnert mich vom Fighting Style ein bisschen an Count Dooku, wisst ihr? Eine Hand auf dem Rücken und so wenig Movements wie möglich machen, aber mit maximalem Output dafür. True, true. Shit. Oh shit, Jungs, es geht zur Sache. Oh shit. Wo? Oha! Oh! Einfach ausgewichen. Alter. Ja, aber wenn er verbotener Jutsu benutzt, Alter. Den kann Naruto seine auch benutzen, einfach. Ja. Ist ein Cheater-Jutsu, glaube ich. Konami-Code-Jutsu. Nein, nein, denk dich immer.
Was? Was? Safe nicht das gleiche, Bro. Safe nicht so OP. Oh, wir haben das Sharingan, Jungs. Immer direkt den Song von Kricks im Kopf. Na, nee, pass auf. Er fühlt sich wieder zu sicher, glaube ich. Die sind sich zu, ja, die waren sich zu sicher wieder. Die waren sich viel zu sicher. Alter. Ich sag ja, ein Cheater-Jutsu. Oh. Ich hasse, dass er so großkotzig ist. Das hasse ich. Oh, die Landung war smooth, Alter. Dafür muss ich ihm Props geben. Aber er kennt nicht die von Naruto. Er kennt nicht die von Naruto. Er kennt nicht die von Naruto. Er kennt nicht die von Naruto, Jungs. Und Mädchen, sorry. Okay, smart. True. Ey, ich möchte echt den Fight gegen Naruto sehen, weil Naruto hat ein Jutsu, was er nicht kennt. Nicht im Rücken, Alter. Hä? Das frage ich mich aber auch. Hä? Was ist denn das? Ha! Bruder? Ist das ein Boy? Sind wir uns allen bewusst, dass das eine riesige rote Schildkröte ist? Seht ihr alle eine riesige rote Schildkröte? Ja. Das ist ein Meister. Gecheatet. Er hat ihn gebastelt, wie er gecheatet hat. Er hat es einfach verbotene. Ja. Ist halt echt einfach sein Meister, I guess. It is. Ist krass, Mann. Ich finde die Schlücker jetzt schon sympathisch. Wie geil sieht die Schildkröte aus, Mann. Krass.
Schwierig, Mann. Hätte er nicht gecheatet. Oh, gibt es jetzt so einen High-Kick von der Schildkröte oder was? Hä? Wartet mal, was? Beki einfach. Ist das der Geist, der in der Schildkröte lebt? Oder was? Ich check's nicht. Ich check's absolut nicht, Mann. Ja. Ja, ist einfach die Wahrheit. True. Aber ist wirklich so. Ist wirklich so. Hä? Wo kommt denn der Typ her? Hä? Huch. Hey, er ist ausgerutscht. LOL. Ist das dein Sohn oder ist das dein Vater? Wo kommt das Sonnenlicht her? Was ist mit der Schildkröte los? Warum weint die auch? Leute, was ist, die Folge hat gut angefangen, ja? Weiß. Wichtig. Drei Tuben Haarspray, Jungs, und alles ist geregelt. Jawohl. Was mit der Schildkröte? Super duper, Bro. Ich dachte, er gibt dir noch einen Schlag jetzt einfach. Aber okay. Ja, danke. Wo kommt der Typ? Er ist einfach gespawnt. Oha! Dann lügt er natürlich. Lol. Krass. Der Typ ist weird. Der ist weird. Was ist das? Wir sehen uns, Mann. Ich check die Schildkröte nicht.
Was? Dieser Disrespect. Ich war nur ein Test für dich, Alter. Chill mal, wie er ihn noch disrespected hier, hallo? Naruto wurde mit einem Wimpernschlag umgehauen, gefühlt. Ja, was ist das? Waren das Narben oder so? Ja, Mann. Ey, Naruto fuckt schon manchmal auch ab, merke ich gerade. Er streut ja immer Salz in die Wunde noch rein. Nice. Ich bin gespannt, Alter, echt. Ich find die neuen Charakter sehr interessant. Auch wenn ich nicht alles gecheckt habe, dieser Folge, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja. Auch wenn ich alles gecheckt habe, die Schildkröte war ein bisschen weird, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, kleines bisschen weird vielleicht. Kleines bisschen weird. Aber ich finde sie cool. Ich mag die Schildkröte sehr gerne. Ich glaube, die Schildkröte und der Sensei Guy, heißt er, glaube ich. Ich glaube, die sind ein bisschen connected zusammen. Ich weiß zwar nicht wie. Ey, nee, ich habe aber keine Ahnung, Mann. Ich bin auf einem ganz, ganz, ganz schlimmen Holzweg. Ich weiß gar nichts, Mann. Warum sieht Sensei Guy so ähnlich aus? Oder warum sieht da Lee so ähnlich? Es sieht ja echt aus wie Vater und Sohn gefühlt. Oder Klon, habe ich auch nachgedacht, könnte es ein Klon sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keinen Plan von irgendwas, aber das liebe ich, wenn ich keinen Plan von irgendwas habe und man langsam so erst alles erfährt. Ich finde es gut, besser als wenn man alles direkt so erklärt bekommt in der ersten Folge. Da hat man so jetzt ein kleines Mysterium, was nach und nach aufgelöst wird, worauf ich mich freue, ja. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns einfach demnächst wieder mit der neuen Folge von Naruto. Der Fight war cool. Ich hab's mir ein bisschen cooler vorgestellt. Ich dachte, wir kriegen so einen richtig langen Fight über 2 Episoden. Bam, 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 Luft hoch, runter, dies, das. War jetzt nur so die Hälfte von dem, was ich erwartet habe. Aber trotzdem nice. Wir wissen, dass der Typ sehr OP ist. Und die nächsten Folgen, gerade das Training, werden jetzt noch sehr, sehr. Und die Prüfung, werden sehr interesting sein. Gut, Freunde, ich freue mich drauf, wenn es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.